Da hat uns der Alltag wieder und wir starten in die erste komplette Arbeitswoche im Jahr 2019. Hier ist das Mittelerzgebirgsfernsehen, hier ist Megional, die täglich aktuelle Nachrichtensendung mit den Informationen aus unserer und für unsere Region. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist schön, dass Sie wieder eingeschaltet haben und mit dabei sind. Wir haben Montagabend am 7. Januar. Herzlich willkommen, guten Abend und Glück auf. Na, wie sieht's denn bei Ihnen mit den guten Vorsätzen für das neue Jahr aus? Mehr Sport treiben steht wieder ganz hoch im Kurs, aber einige sind schon in den ersten Tagen des neuen Jahres dran gescheitert. Die Akteure im Folgenden hingegen lassen es gleich zu Anfang richtig krachen. Frank Langer war beim Super Enduro in Riesa als Reporter und Video-Operator mit dabei. Hier ist Sebastian Eberlein mit den genauen Fakten. Am vergangenen Samstag fand in der Sachsenarena in Riesa bereits zum 5. Mal die Super Enduro-Weltmeisterschaft statt. Neben dem Staraufgebot wie zum Beispiel dem amtierenden Weltmeister Cody Webb gingen auch sächsische Nachwuchssportler in der Juniorenklasse an den Start. Knapp 5000 Fans waren vor Ort, um sich dieses Spektakel anzusehen. Schirmherr dieser Veranstaltung war der sächsische Ministerpräsident Michael Kretschmer. Passend zum Event fuhr er mit einer Enduro-Maschine in die Halle ein. Begrüßen Sie mit mir, und ich möchte Ihnen ansagen, wie alle anderen, die hier reingefahren kommen, Michael Kretschmer! Das ist unser Schirmherr. Michael, jetzt haben wir hier vor 2 Jahren auch schon die Moderatoren die Ehre gehabt, reinzufahren. Ich hatte ein bisschen Bammel für so viele Leute mit Motorrad. Ich habe gehört, du bist eigentlich schon Motorrad gefahren, im Trainingslager gewesen hier in Riesa. Ja, ich habe zum Weihnachten neue Helme geprobt und es ist echt genial. Tolle Leute, ein tolles Team, die das hier jedes Mal auf die Beine stellen. Also ich bin stolz und ich bin unglaublich dankbar, dass ihr das wieder auf die Beine gestellt habt und das jetzt schon seit so vielen Jahren. Ich hoffe, wir können noch oft hierher kommen. Ja, das hoffe ich auch. Und
Und dann ging es auch schon los. In insgesamt 3 Klassen hieß es Mensch mit Maschine gegen die künstlich errichteten Hindernisse. Aus Sachsen-Anhalt gewann in der Juniorenklasse. In der Nationalklasse gingen aus unserer Region Marcel Teucher und Luis Richter an den Start. Prestigeklasse gewann der Weltmeister Cody Webb. Mehr von dieser spektakulären Veranstaltung sehen Sie morgen hier an dieser Stelle. Dann klären wir auch die Frage, warum dieses Rennen ganz unter einem erzgebirgischen Stern steht. Liebe Zuschauer, gestatten Sie mir an dieser Stelle noch einen kleinen Rückblick auf den vergangenen Monat Dezember und die Entwicklung am Arbeitsmarkt. Keine großen Überraschungen brachte die Entwicklung am Arbeitsmarkt zum Jahresende. Circa 7.900 Menschen waren Ende Dezember arbeitslos gemeldet. Das sind 500 mehr als vor 4 Wochen. Damit fällt der Aufwuchs von November auf Dezember in diesem Jahr höher aus als im Vorjahr, erklärt Sven Schulze, operativer Geschäftsführer bei der Agentur für Arbeit Anna Berg Buchholz. Nachdem witterungsanfällige Branchen bislang weitgehend ungestört weiterarbeiten konnten, kam es in den letzten 4 Wochen im Bauhaupt- und Baunebengewerbe zu Zwangspausen. Ich rechne damit, dass sich der winterliche Anstieg der Arbeitslosigkeit bis ins Frühjahr fortsetzen wird. Wie stark er ausfällt, hängt letztlich vom Wetter ab, sagte Schulze. Aber auch wenn verschiedene Branchen ihre Arbeit in den nächsten Wochen wegen Frost einstellen müssen, steht fest, dass dieser saisonbedingte Anstieg nach dem Winter auch wieder zurückgehen wird. Betrieben des Baugewerbes und des Dachdeckerhandwerks und des Garten- und Landschaftsbaus empfehle ich daher, noch bis zum 31. März 2019 das Saisonkurzarbeitergeld zu beantragen, wirbt Schulze.
Liebe Zuschauer, die Arbeitslosenquote für den Agenturbezirk Annaberg-Buchholz reduzierte sich von 4,8% im Vorjahr auf aktuell 4,5%. Ebenso ist nahezu allen Regionen ein Rückgang zum Vorjahr zu verzeichnen. Lediglich in Schwarzenberg gab es keine Veränderung im Vorjahresvergleich. Die günstigste Arbeitslosenquote weist im Dezember Stolberg mit 3,6% aus. Es folgen die Geschäftsstellen Zschopau mit 3,8% und Marienberg mit 4,1%. In der Region Schwarzenberg beträgt die Quote 4,8% und die Hauptagentur Annaberg-Buchholz folgt mit 4,9%. Aue weist eine Quote von 5,3% aus. Erz bleibt beliebtestes Kennzeichen im Erzgebirgskreis. Im vergangenen Jahr zählte die Kfz-Zulassungsstelle im Landratsamt Erzgebirgskreis 13.596 Neuzulassungen. 2017 waren das 13.910. Damit hat die Zulassungsbehörde des Landratsamtes Erzgebirgskreis zum 01.01.2018 einen aktiven Fahrzeugbestand von 282.917, einschließlich der umzugsbedingten Zugänge der sogenannten Umkennzeichnungen. Das amtliche Kfz-Kennzeichen Erz findet nach wie vor den meisten Zuspruch mit einem Bestand von 150.457 Fahrzeugen. Zusätzlich können sogenannte Unterscheidungskennzeichen wie ANA, ASZ, AU, MEC, MAP, STL, SZB und ZP verwendet werden. Ja, liebe Zuschauer, um Fahrzeuge geht es auch in den Berichten der Polizei. Pockau-Lengefeld. Zusammenstoß auf Bundesstraße führt zu Behinderungen. Sonntagmorgen 7.25 Uhr befuhr der 26-Jährige mit einem Pkw Audi die Straße an der Heinzebank B101 aus Richtung Kalkwerk in Richtung Heinzebank. Etwa 800 Meter vor der Kreuzung mit der Bundesstraße 174 kam der Audi ausgangs einer Linkskurve nach rechts von der Fahrbahn ab und stieß gegen die Leitplanke. In der Folge schleuderte der Audi auf die Gegenfahrbahn und kollidierte dort mit einem Pkw Deo, Fahrerin 73. Verletzt wurde niemand. Der Sachschaden an den Fahrzeugen sowie der Leitplanke summiert sich auf rund 20.000 Euro. Im Zuge der Unfallaufnahme sowie zur Bergung der Fahrzeuge war die B101 bis gegen 10 Uhr voll gesperrt. Es kam zu Behinderungen. Naja, die Geschwindigkeiten werden morgen unter anderem an der B95 in Gelenau an der Besenschenkel durch die Polizei kontrolliert. Außerdem verstecken sich auch wieder die Kontrolleure im Auftrage des Landratsamtes an den üblichen und bekannten Stellen. Also genau da, wo der dunkelgraue Candy rumsteht. Ja, und deshalb, meine sehr geehrten Damen und Herren, Augen auf und Fuß vom Gas. Das spart bekanntlich Geld und Ärger. Ja, nun, ob das Wetter auch Grund zum Ärgern ist, das klären wir nun eben im Wetter. Während die Alpenländer wieder mal im Schnee versinken, haben wir es nur mit leichten bis mäßigen Schneefällen in den kommenden Tagen zu tun. Heute Abend und in den Nachtstunden ist der Himmel über unserem Sendegebiet bedeckt und blickdicht und vom Neumond ist überhaupt nichts zu sehen. Schneesterne bekommt man nur in den Höhenlagen unseres Sendegebietes zu Sicht, denn weiter unten ist es leichter Regen, der da fällt. Das Niederschlagsrisiko beträgt generell 90%. Was wo genau fällt? Tja, das hängt von den Temperaturen ab. In Obernhau gibt es zwischen 1 bis 3 Grad, dort fällt Regen. In Marienberg rund um den Markt zeigen die Thermometer minus 1 bis plus 1 Grad an. Hier kann es schon schneien. Und in der MZ-Stadt Zschopau regnet es leicht bei 1 bis 3 Grad. Der Wind ist der Aktivpunkt der Nacht, denn er bläst in Böen mit um die 61 Kilometer pro Stunde als starker Wind aus Südwesten. Morgen am Dienstag beginnt der Tag bedeckt und grau und das bleibt da auch im weiteren Tagesverlauf. Die Sonne hat keinerlei Aktien am Tagesgeschehen.
Ja, ebenfalls ein ständiger Begleiter ist der Niederschlag, der mit einer 90-prozentigen Wahrscheinlichkeit auch weiter fällt. Allerdings ändert dieser über den Tag den Aggregatzustand. Was in den Vormittagsstunden noch als Regen fällt, wird in den Nachmittagsstunden zu Schnee und das auch in den tieferen Regionen. Schuld daran ist die Kaltluft, die der stürmische Wind mit im Gepäck hat. Der Temperaturtrend zeigt für die kommenden Tage deutlich nach unten. Also, in Neuhausen am Schloss Purschenstein zeigen die Thermometer zwischen minus 2 und plus 2 Grad an. Im Gebirge am Tourismuszentrum war das Quecksilber bei minus 4 bis minus 1 Grad. Und in Hohendorf gibt es frische minus 1 bis plus 3 Grad. Der Wind drückt, wie schon erwähnt, in Sturmböen mit bis zu 85 Kilometer pro Stunde aus Westen und macht es richtig unangenehm. Ja, liebe Zuschauer, hier ist noch der Ausblick auf die weiteren Tage. Der Mittwoch kommt mit einem bedeckten Himmel daher und hält auch noch weiter Neuschnee für uns bereit. Die Schneefälle können auch manchmal kräftiger ausfallen. Bei minus 3 bis minus 1 Grad bläst der Wind weiter in starken Böen aus Norden. Die gefühlten Temperaturen liegen dabei bei um die minus 11 Grad. Tja, am Donnerstag erwartet uns der kälteste Tag der Woche. Aus der geschlossenen Wolkendecke fällt immer noch Neuschnee. Die Sonne steht aber schon in den Startlöchern, ist aber am Donnerstag noch nicht zu sehen. Minus 7 bis minus 4 Grad erwarten uns bei einem leichten Wind aus Nordwesten. Ja, und ob die Sonne dann am Freitag wieder mitregiert, tja, das klären wir dann morgen hier an dieser Stelle. Das war's aus dem Regionalwetterstudio. Das war's dann auch vom Montagsmegional und das bedeutet, dass wir auch schon am Ende unserer Nachrichten angekommen sind. Mit den aktuellen Meldungen sind wir wieder pünktlich morgen am Dienstag für Sie hier zur Stelle und klar würden wir uns freuen, wenn Sie dann wieder reinschalten. Übrigens, mehr von uns und das Ganze nochmal zum Anschauen gibt's im Internet unter www.mef-lein.de. Ja, damit wünsche ich Ihnen noch einen schönen Abend, eine geruhsame Nacht. Auf Wiedersehen.